gucken wir mal, ob wir hinten rum reinkommen. Ah. Warum atmet der so schwer? Naja, es tut mir echt leid, dass ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Hm. Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Hm. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, Sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wakes Sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Bis gleich. Das... Einen schönen Tag ja. Noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im Odeon. Gutes Kind. Ja, ich wollte gerade sagen, das kam mir, wie sie gesprochen hat, schon ziemlich suspicious vor. Das klingt ganz nach Kapitelende. Ja. Ende von Folge 2. Passiert da... Ich hab beim letzten Mal ja auch schon gewartet. Passiert da jetzt eigentlich noch was oder muss ich jetzt... Weil da steht ja überspringen. Scheint aber so, als würde nichts passieren. Denn bisher bei Alan Wake. Ah, okay. Alice war entführt worden. Alan, bitte hilf mir. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie! Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Folge 3. Lösegeld. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sagte ja, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent. Agent Nightingale. FBI? Er möchte Sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Mhm. Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose ist ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Wie ich schon sagte, Elle, ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Und das meiste davon hat sich in der Gegend vom Cauldron Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glauben, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Es gab da jedenfalls eine Insel, die einem Typen namens Thomas Zane gehörte. In einigen Artikeln stand, er sei ein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde.
1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Selbst wenn wir zu Randolph folgen sollen. Ich möchte mich dennoch mal hier ein bisschen umsehen. Ich habe keine Lust, irgendwie dann doch noch ein Manuskript, was wir jetzt hier hätten easy finden können, dann einfach liegen zu lassen. In dieser Hinsicht, schauen wir uns dann... Ich bringe Sie zum Wohnwagen von Rose. Dann doch lieber ein bisschen um. Ich glaube... Ne, hat da jetzt was gelüftet? Weiß ich nicht. Ich schau nochmal. Man weiß halt nicht, ne? Es kann halt hier überall was versteckt sein. Deswegen können wir uns ja auch die Umgebung mal ein bisschen genauer angucken, weil wir haben ja keinen Zeitdruck, außer halt, dass Alan Wake 2 Stand jetzt Ende des nächsten Monats von dem Zeitpunkt der Aufnahme rauskommt. Wenn die Folge hier kommt, weiß ich gar nicht, wann ist es. Müsste man gucken. Es ist nicht weit. Ob ich jetzt Alan Wake 2 direkt zum Release spielen werde, weiß ich nicht. Gestaltet sich, glaube ich, schwierig, weil ich zum Release-Tag unterwegs bin, soweit ich weiß. Mein Terminkalender noch richtig aktuell im Kopf habe. Der Laden hier läuft nicht von allein. Kommt doch gut erreicht. Deswegen muss ich mal gucken, ob wir... Und außerdem, wenn ich jetzt... Je nachdem, wie viele Folgen ich herausbekomme, kann das eh sein, dass das noch länger geht. Und ich möchte halt wirklich gerne erst Alan Wake 1 fertig haben, bevor wir dann zum zweiten Teil kommen. Jetzt reicht's langsam, Mister. Legen Sie mal einen Zahn zu. Ja, chill doch mal, Junge. Ist ja aber normal, dass man sich hier umschaut. Selbst wenn man es wahrscheinlich nicht unbedingt soll. Vielleicht findet man noch irgendwo ein kleines Easter Egg. Das wäre doch auch mal was. Aber ich glaube nicht. Da zum Beispiel, ja, haben wir eine Thermosflasche. Morgens war er einfach da, als sei er vom Himmel gefallen. Aber es würde einen Tornado brauchen, um so etwas anzuheben. Verdammtes Glück, dass er keinen Wohnwagen getroffen hat. Gut, wir sollen ja auf jeden Fall nirgendwo rein. Das ist schon mal klar. Oh, ein Hund. Bin mal gespannt, was jetzt hier passiert. Hä, wo ist denn der hin? Ach, da ist er. Hier dürfte jetzt auch nichts weiter sein, ne? Oder? Nicht da. Ich glaube, hier darf ich an. Ah, doch, hier könnte ich durch. Aber da ist nichts. Da ist nichts. Es kommt noch besser. Ein Mädchen aus dem Ort, Barbara Jagger, war nur eine Woche vorher im Cauldron Lake ertrunken. Sie waren ein Paar. Klar, Jagger ist hier die Gruselgeschichte. Die kratzende Hexe. Sie holt einen in der Dunkelheit. Kindisches Zeug halt. Aber jetzt, Al, komme ich zum Allerbesten. Alle diese Artikel wurden von Cynthia Weaver geschrieben. Ich habe mich umgehört und sie ist diese verrückte alte Obdachlose. Was, die Lampenlady? Ist manchmal ein bisschen verrückt, aber die ist nicht obdachlos oder so. Ja, jedenfalls kannte sie Jagger und Zane, bevor beide umgekommen sind. Danach hatte sie eine Art Kollaps. Okay. Mr. Wake, ich bin so froh, dass Sie da sind. Sollen wir wirklich... Gibt's hier mal... Ja, ich darf ja nicht speichern, ne? Rose, Sie haben ein Manuskript? Oh ja. Ja? Bitte kommen Sie herein. Hey, das ist ja echt gut. Rose. Ja? Mein Manuskript. Ich brauche es wirklich. Ich habe verstanden. Ich weiß, was Sie brauchen. Eine Muse, die Sie inspiriert. Arthur Barry. Sie hat überhaupt nichts. Ja, hey, was ist... Oh.
Was? Was? Es war ja so klar, ne? Dass da irgendwas... Gut, wir haben es ja schon gesehen, dass sie kontrolliert wird, ne? Es ist hinter ihnen her, versteckt unter Barbaras Haut. Ich bin zu schwach, es aufzuhalten. Machen Sie das Licht an. Ich habe versprochen, vorbeizukommen. Zu Ihnen und Ihrer Frau. Man muss beenden, was man angefangen hat. Ich bestehe darauf. Sie müssen das Licht anmachen. Das Licht anmachen. Ah. Oh, hallo. Zurück an die Arbeit. Was? Mir war übel, wie bei einem Kater. Nur die Wut hielt mich aufrecht. Ich kann Realität und Traum nicht mehr unterscheiden. Aber eine imaginäre Lektorin hilft mir. Eine alte Frau in einem Trauerkleid. Ich nenne sie Barbara Jagger. Sie ist sehr schnell. Ich schreibe immer schneller. Mein Manuskript wird stark überarbeitet. Es wird immer extremer, immer weniger von mir und immer mehr von ihr. Ich hasse es, aber ich weiß, sie hat recht. Sie sagt, dass ich so Alice retten kann. Sie weiß mehr als ich über die komplizierte Beschwörung, die ich vorhabe, über diesen Ort. Sie hat so etwas mit einem anderen Autor schon einmal gemacht, mit Thomas Zane. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Ich bin nah dran, ich fühle es. Ich hole mal auf jeden Fall erstmal noch die Thermosflasche. Ja, Barry Rose hatte noch. Mir einen Tag gestohlen. Mir blieben weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Ich konnte nur Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Willkommen im Odeer Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Kaffee? Irgendwie konnte ich Rose nicht wirklich hassen. Etwas benutzte sie, um mich zu bekommen, und hinterließ Spuren. Das erste Nachfüllen ist kostenlos. Milch und Zucker stehen da drüben. Möchten Sie das Tagesangebot hören? Danke. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Barry war erledigt. Er war zu schwer zum Tragen. Okay. Ja, genau. Ich hätte mehr Geld. Sie ist so verdammt gut. Hey, eine weitere Manuskriptseite. Meine Taschenlampe waren weg. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Zeit drängte. Weiß nicht, ob ich mich jetzt nochmal hier genauer umschauen sollte. Muss ja irgendwie relativ schnell zum Auto gelangen. Wie kommen wir jetzt da? Ah, hier ist ein Eingang. Okay, weil da leuchtet doch ein Radio. Da könnte man irgendwie auch mal nochmal gucken, was gesagt wird. Ich war gerade kurz frische Luft schnappen und ich sage euch, das Wetter wird heftig. In Nächten wie dieser bin ich besonders froh, hier im Studio und nicht zu Hause zu sein. Bei einem solchen Wetterumschwung wälze ich mich nur hin und her, an Schlaf ist nicht zu denken. Ich quäle mich mit düsteren Gedanken herum, die manchmal sogar in Albträumen enden. Geht es nur mir so? Vielleicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch die Nacht etwas angenehmer machen kann. Hallo, Sie sind auf KBFFM. Hey Pat, hier ist Walt Snyder. Ah, was gibt's, Walt? Ich bin nicht wie Sie, aber tja, ich kann auch nicht schlafen. Ich habe ja aus dem Fenster gestarrt und versucht, das alles zu kapieren, aber ich habe auch nicht getrunken. Ich habe nur... Ja, Sie klingen, als hätten Sie Probleme, Walt. Ja, ich hatte okay. Ich habe davon gehört, Walt. Ja, aber wissen Sie, Danny ist mein bester Freund. Und ich durfte heute auf Kaution raus. Und jetzt sitze ich immerhin am Fenster und warte. Mann, heute liegt
war gerade draußen und habe mir den Himmel über dem Studio angesehen. Da musste ich dasselbe denken. Worauf warten Sie, Walt? Ich weiß nicht. Irgendwas wird passieren. Ich sollte besser hier verschwinden. Hey, Walt, vielleicht... Nein, danke, Pat. Ja, dann viel Glück, Walt. Und nicht unterkriegen lassen. Machen wir eine kurze Pause. Das Wetter macht einen wirklich fertig, was? Die hat diese Musik dann immer noch, ne? Oh, jetzt haben sie es. Gott weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Hier ist Agent Nightingale, FBI! Hände hoch, Hemingway! Sie sind verhaftet! Eine Bewegung und ich schieße in ihre verdammte Fresse! Bleiben Sie, wo Sie sind, Villaine! Was zum... Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Ich ließ Barry nur ungern zurück, aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Geben Sie auf, Mr. Wayne. Und Sie machen es uns nicht so schwer. Nun such das Gebiet! Jetzt dürfen wir vor der Polizei wegrennen. Das ist ja auch mal interessant. Das ist aber das, was wir schon in dem Manuskript ja gesehen haben. Das Problem ist, wir können uns halt gerade absolut nicht wehren. Also mit ein bisschen Pech. Mir kommen Gegner und, ne, aber... Weiß halt nicht. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt hier keine Gegner kommen. Das wäre ansonsten nämlich echt beschissen. Okay, Leute, haltet die Augen offen. Er wird versuchen, hier durchzukommen. Aua. Ich hab ihn verloren. Verdammt nochmal, wo ist der hin? Er ist entwischt. Haltet die Augen auf. Das ist natürlich jetzt auch lustig, dass wir vor der Polizei fliehen. Ist ein Manuskript. Er ist weg! Los, Leute! Wir müssen ihn abfangen! Die lese ich mir jetzt aber nicht durch. Bitte was? So, Kontrollpunkt. Jetzt schauen wir uns erstmal die. Achso, wir haben ja jetzt hier wieder. Okay. Mr. Randolph mochte Rose, ihr kleines Lächeln, wie süß sie noch war, obwohl das Leben so sehr versucht hatte, sie zu verbittern. Es ging ihn nichts an, was sie in ihrem Wohnwagen trieb, aber diese Fremden, der Schreiber und sein vorlauter Partner, sie sahen nach Ärger aus und waren dort nun schon seit Stunden drin, dabei schlief sie sonst um diese Zeit. Er rief das Büro des Sheriffs an. Mhm. Jahrzehntelang hatte das Dunkel in Gestalt von Barbara Jagger unruhig in seinem dunklen Heim und Gefängnis geschlafen. Es war hungrig und gequält. Es träumte von den glorreichen Nächten, als der Dichter es aus der Tiefe rief und ihm einen kurzen Vorgeschmack auf Macht und Freiheit gab. Die Rockstars hatten es aus dem Schlaf erweckt, in dem es der Dichter letzthin versenkt hatte. Als es den Autoren auf der Fähre spürte, schlug es die Augen auf. Okay, das ist ein bisschen kryptisch, aber okay, gut. Wie gesagt, wir haben ja immer noch nichts, womit wir uns verteidigen können. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Durchsuch das Gebiet!
Vielleicht müssen wir jetzt wirklich einfach nur vor der Polizei abhauen. Irgendwas kümmert sich hier gerade um unsere werten Polizisten. Das Grauen war einfach überall. Es kreiste mich ein. Die Cops hatten keine Chance. Sie waren hinter einem Schriftsteller her, keinem Monster. Ende.